Willkommen zurück, Leute, zu Ni No Kuni. Wir befinden uns auf der sagenumwobenen Insel Nazca. Und wir haben hier ein verblichenes Symbol auf dem Boden verdeckt. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal die alte Pracht. Ah, das ist ein Vogelsymbol. Tengri kann jetzt auf den Nazca-Ebenen landen. Weißt du, was das für mich bedeutet? Wir können nicht so einfach dahin, wa? Das müsst ihr gehört haben. Da fuhr gerade ein Motorrad lang. Ja, ja, der hat alles gegeben. Definitiv. Schau dir die alten Ruinen da an. Komm schon, Olli. Mal ein paar Symbole in die Luft und bring uns rüber. Okay. Es gibt doch Brücke, genau. Klappt auch so ohne weiteres. Und schon haben wir eine wunderschöne Brücke. Gut, dann würde ich sagen, auf in diese alten Ruinen. Die Ruinen von der Weißen Königin sozusagen. Aber da wird die ja wohl nicht abgammeln, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ara Memoriae. Memoriae. Wahrscheinlich. Ist das ein Altar? Nein, du Dummerchen, das sind meine Blumentöpfe. Blumentöpfe? Aber da sind doch überhaupt keine Blumen drin, Mann. Vielleicht müssen wir welche einpflanzen. Tja, wir haben noch drei. Genau, Blumen in die Blumentöpfe. Naja, wir können versuchen, irgendwas draufzulegen. Kann nicht schaden, oder? Allerdings, sie müssen irgendeinen Zweck haben. Okay, das sieht hier doch ganz hübsch aus. Platziere die drei Blumen, ja. Okay, machen wir einfach. Ich meine, die drei Blumen haben wir doch. Ist doch nicht das Problem. Oder täusche ich mich? Warte mal, die blaue Blume, die Pia uns gegeben hat, leuchtet. Ja, dann hau rein. Okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen tatsächlich. Was wird da gleich passieren? Oh, das könnte aber vielleicht auch ein Portal werden, das uns zur Königin bringt. Möglich wär's. Verdammt, die gelbe Blume von Pia glitzert ja wie verflixter Glitzerkram. Stellt sogar meine Laterne in Schatten, das Teil. Ja, mal rein damit. Das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen Spielzeitstreckung, oder? Das ist so ganz, ganz, ganz minimal. Und irgendwie habe ich das dringende Bedürfnis, dass wir, bevor wir die jetzt da reinpacken... Oh, ich kann hier nicht speichern. Okay. Ich hätte sonst gesagt, wir speichern nochmal und ersparen uns, das eventuell nochmal machen zu müssen. Guck, Olli, Pias rote Blume funkelt wie verrückt. Okay. Die dritte Blume. Irgendwas muss jetzt passieren. Oder diese Ritualsteine, die wir gefunden haben, kommen noch zum Einsatz. Okay, wahrscheinlich. Das ist bestimmt gleich voll das schwierige Rätsel. Würde mich nicht unbedingt wundern. Wow, was ist hier los? Passt auf. Cassiopeia! Was ist los, Pia? Nazca? Also ich höre sie nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber ich höre sie nicht. Ich wusste es, diese Insel war der Sitz der Nazca-Zivilisation. Was? Das hast du die ganze Zeit gewusst? Nicht sicher, aber du musst sie doch auch gesehen haben, mein lieber Bruder. Die Ruinen auf dieser Insel, sie sind eindeutig Überbleibsel einer unvergleichlichen alten Zivilisation. Halt deinen Vortrag später, Mann. Was ist mit dieser Stimme, die wir eben gehört haben?
Wenn ich mich nicht sehr irre, war das... Cassiopeia. Ganz genau, Mann. Die Königin, die uns die Blumen gezeigt haben. Aber, oder? Siehste, hab ich's dir doch gesagt. Sie versucht uns etwas zu sagen. My solitude stretched before me, with no end in sight. All I had for company were my memories, the pieces of an ever more distant past. I tried to hold on to the happy times, hoping to keep my loneliness at bay. For how many years this continued, I cannot say. And then, one day, can it be true? Are you me? But why? Just who do you think you are? What? What do you want with me? I see. You came to accuse me. To blame me for the loss of all those lives. Well then, I shall banish you from my sight. That's right. Banish her. Pour forth your mana and be done with them all. Yes, that shall be my gift. The gift of the White Witch. We have awaited you, your radiance. Counselors! My beautiful manner can end the world in an instant. We need only choose when that instant shall be. We may shape the fate of the world as we will and start afresh whenever we please. That is the power of manner. Yes, your radiance. I hereby call the council to order. What was that? What did we just see? The White Witch. Cassiopeia. Who'd have thought she'd turn out like that? So much for all those good intentions. But how could... She was there, with Cassiopeia. P was there. Cassiopeia is on her own, and she's very, very sad. Please help her. Help Cassiopeia. Silence! Look, up there. It's a castle. Castle in the sky. So, little girl, you are stirring up trouble once again. Cassiopeia! Why do you strive to save this fallen world when my radiant manner would start it anew? Manner? You mean... Yes, it is I, the White Witch, arbiter of the fate of the world. It is my decision and my right to bring this world to an end. The judgment has been passed. It shall not be overturned. The White Witch. Ich möchte euch allen danken, dass ihr einem derart kurzfristigen Treffen zugestimmt habt. Es geschieht nicht oft, dass wir an solch einen Ort geladen werden. Wir nehmen an, es handelt sich um eine überaus ernste Angelegenheit. Allerdings, wir haben herausgefunden, wer für die weiße Asche verantwortlich ist, die beinahe unser Königreich zerstört hätte.
Es handelt sich um jene, die den schwebenden Palast ihr eigen nennt, den ihr vor euch seht. Die Weiße Königin. Sie ist die Wurzel all dieses Übels. Wir verstehen, edle Freunde. Wie es scheint, ist für unser drei Königreiche die Zeit gekommen, gemeinsam zu kämpfen. So ist es. Wir wären für jede Unterstützung dankbar, die ihr gewähren könntet. Alle Völker der Welt müssen sich vereinen. Noch nie war unsere Not größer. Wir sind sehr bewegt von eurem Ruf zu den Waffen. Abula, kehre sofort nach Al-Kuwait zurück und teile den Visieren mit. Sie sollen sich auf einen Krieg vorbereiten. Wir benötigen schippernde Dingsdas, schwebende Dingsdas und jede Menge schießende Dingsdas. Wie ihr befehlt, eure Majestät. Nun, wir können uns in einem solchen Augenblick wohl kaum unserer Verantwortung entziehen. Ihr sollt die besten Soldaten aus ganz Katzbuckel erhalten. Exzellent, die drei Königreiche werden ihre Stärke vereinen und gemeinsam angreifen. Bereite dich auf den abschließenden Kampf vor. Ach du Scheiße, jetzt ernsthaft? Und wie? Keine Ahnung, soll ich jetzt einfach mal angreifen oder... Ich habe eigentlich definitiv noch vor, dass vor dem letzten Kampf ein Levelpart kommt tatsächlich. Der ist in fester Planung, den kann ich aber leider nicht einfach so machen. Also nicht wann ich will. Ja, ja, Leute, ihr werdet sehen, warum. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, jetzt ist die Frage. Was machen wir denn jetzt noch? Ich kann mich hier nochmal unterhalten mit ihm. Hör zu, Junge, wir haben hier alle Mann an Deck. Will sagen, alles ist unter Kontrolle, spar dir also deine Kräfte. Deine Aufgabe ist es, die Weiße Königin zu besiegen. Meine Crew wird sich um den Rest kümmern. Und jetzt ruhe dich etwas aus. Im Morgengrauen werden wir angreifen. Es macht dir doch nichts aus, an Deck zu schlafen, oder? Zur Vorbereitung auf die letzte Konfrontation rasten. Nein. Was ist los, Junge? Zu aufgeregt zum Schlafen? Ja, ich wollte eigentlich halt noch was machen, ne? Deswegen würde ich sagen, wir kaufen noch mal ganz kurz Schweinfurt ein. So zum Abschluss des Partes. Und dann gibt es beim nächsten Mal einen Level-Part, Leute. Dann tut es mir an dieser Stelle schrecklich leid, dass dieser Part ein bisschen kürzer wird. Aber wie gesagt, ich habe da einfach... Es gibt noch ein kleines Level-Dings-Bums mit einem kleinen Special und so. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ja, ist eben so. Ich sag mal so, wir hätten es ja sowieso in diesem Part nicht mehr geschafft. Oder? Also, mal eben so den letzten Kampf hier noch so, bams rein. Ist doch egal. Geht ja bald 2 Stunden, was soll's. Ich weiß zwar nicht, wie lange der letzte Kampf geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es relativ heftig wird. Und deswegen wäre es bestimmt nicht verkehrt, wenn wir noch 1-2 Levelchen aufsteigen vorher. Und, ja, Sandwiches mitnehmen? Nein, Quatsch, wofür denn? Nimm mal hier noch, ja, komm, mach mal. Fünfe nimm mal noch mit. Eigentlich bräuchte ich hier ein bisschen was stärker ist als das. An sich schon, ne? Ja. Naja. Wir können nochmal kurz gucken, ob wir hier im Kreaturenkäfig irgendwie was Leckeres haben, also was richtig Gutes. Der Barbarenpudding tatsächlich, der bringt was. Ansonsten der meiste Kram bringt eher nichts. Ist leider so. Also wenn du da nur einen so einen grünen Balken hast, das bringt einfach nichts. Das ist Blödsinn, da überhaupt was mitzumachen. Es dauert nur unfassbar lange. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Komme ich jetzt so einfach wieder auf den eisernen Drachen? Ja. Im nächsten Part machen wir weiter mit ein bisschen Level-Action. Und danach geht es wohl so langsam Richtung großes Finale, so traurig das auch ist. Ich finde es wirklich traurig. Ich würde gerne noch 15 Stündchen Story weiterbekommen. Wäre jetzt nicht das Ding. Ich meine, wie selten bekommen wir derart gute Japano-Rollenspiele? Nie. Wirklich nie. Deswegen, naja gut. Passt schon. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, Leute. Und ja, bis dann und ciao.